Anfänger-Tutorials für Zerg wollen wir im Grunde denselben Bild, wenn man den so nennen will, dieselben Grundlagen, die wir eben gerade in Teil 2 versucht haben abzuwickeln, nun ein bisschen flüssiger und schneller abzuwickeln, indem wir Hotkeys benutzen. Das ist natürlich das, worauf es im Grunde im Langzeitspiel ankommen wird, wenn wir tatsächlich effektiv produzieren und die Möglichkeiten, die uns das Spiel bietet, effektiv nutzen wollen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als über kurz oder lang tatsächlich Hotkeys zu verwenden. Und das geht auf mehrere verschiedene Arten. Wir werden auch im Grunde gleich gucken, wie uns im Grunde Hotkeys dann tatsächlich helfen, die gewissen Optionen und Aktionen leichter abzuwickeln. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch mal einen kleinen Blick ins Spiel werfen, damit wir dann nämlich auch die Möglichkeit haben, genauer zu sehen, wo wir denn eigentlich die Hotkeys umstellen und was für Funktionen es tatsächlich für Hotkeys gibt. Das wollen wir uns jetzt im Grunde gleich erstmal ansehen. So, dafür wechseln wir nochmal ins Ingame und schauen uns jetzt hier unter dem Optionsbereich diesen Teil an, der sich Hotkeys nennt. Hier oben links haben wir die Möglichkeit, ein Profil auszuwählen. Im Augenblick ist Standard ausgewählt. Das ist normalerweise das Profil, das immer ausgewählt ist. Wenn ihr Hots neu gekauft habt und auch neu installiert habt, dann sollte Standard bei euch hier ausgewählt sein. Es gibt außerdem natürlich für Linkshänder jeweils auch ein entsprechendes Setup. Falls ihr Linkshänder seid, ich selber bin Rechtshänder, von daher kann ich euch da nicht so viel weiterhelfen. Neben Standard gibt es im Grunde zwei wirklich wichtige Optionen, die vielleicht relevant sind. Auf der einen Seite ist das die Rasterfunktion und auf der anderen Seite ist es die Möglichkeit, sich selbst ein Custom Setup zu kreieren. Das heißt also eben die Möglichkeit zu haben, hier zum Beispiel Einheiten anzuklicken und dann hier zum Beispiel gewisse Hotkeys einfach umzuändern, ne? Indem ich also einfach gewisse Einheiten auswähle. In unserem Falle wären das ja Zerg. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt zum Beispiel Drohnen nicht mehr auf D haben, sondern ich möchte Drohnen lieber auf irgendeiner anderen Taste haben, dann kann ich die hier auswählen und dann dementsprechend durch eine andere Taste ersetzen. Das kann aber natürlich dann zu Konflikten mit anderen Hotkeys führen. Dann muss ich ein bisschen rumjustieren und rumprobieren, bevor ich das tatsächlich geschafft habe. Kann ein bisschen ärgerlich sein, kann aber auch sehr nützlich sein, wenn ihr zum Beispiel von anderen Spielen kommt, bei denen ihr Hotkeys verwendet habt und gerne irgendwie diese Art von Hotkey-Setup wieder benutzen möchtet oder zumindest gewisse andere Dinge, wo ihr sagt, ich erreiche die Tasten nicht so gut, ich könnte das vielleicht optimieren, wenn ich das anders belegen würde, dann kann man das gerne mal ausprobieren. Ich persönlich spiele mit einem Custom-Hotkey-Setup, hat aber auch ungefähr eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde gebraucht, bis ich tatsächlich alles so rumjustiert hatte, wie ich das wollte. Die anderen, wie gesagt, normalen Funktionen, die wir eigentlich haben, und wir brechen das jetzt hier mal gerade ab, Hotkeys. So, die andere Möglichkeit, die wir hier wie gesagt noch haben, ist das Raster-Setup und das ist eigentlich auch relativ typisch. Dazu wollte ich jetzt im Grunde erst noch mal kurz die Tastatur einblenden, damit wir da eine Möglichkeit haben, uns das mal anzusehen. Und dazu gehen wir jetzt erstmal hier wieder in meine Übersicht und dann kann ich euch nämlich mal kurz die Tastatur zeigen. So, wir haben hier also eine normale Standard-Tastatur, die angezeigt wird. Das ist hier die deutsche Belegung, in dem Falle die Querz-Belegung. Und was jetzt normalerweise passiert beim Raster, ist, dass nur diese Tasten hier auf der linken Seite benutzt werden. Das heißt also Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G und Y, X, C, V, B auf der anderen Seite. Ja, nur diese Tastenblöcke werden benutzt. Bei Standard, das kann man ja im Grunde schon teilweise sehen, liegen die Tasten eben teilweise alle so ein bisschen hier drüben. Viele Standardtasten beginnen mit dem Anfangsbuchstaben der Einheit, also D für Drohne, Z für Zergling, Q für Queen, ich glaube U ist dann auch Ultralisk und so weiter und so fort. Also das heißt, die meisten Einheiten beginnen tatsächlich mit ihrem Anfangsbuchstaben. Bei Einheiten, die natürlich mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen, musste man dann hier ein bisschen umbauen. Und wenn man das halt sieht, ne, für Z für Zerg, Q für Queen, D für Drohne, U für Ultralisk, I für Infestor, dann sieht man, dann muss man hier schon einen ganz schön weiten Weg über die Tastatur gehen. Während ich tatsächlich beim Raster-Setup alle Tasten sehr, sehr dicht beieinander habe. Das Raster-Setup funktioniert im Grunde in der Art, dass die Befehle, die wir normalerweise unten rechts im Spiel sehen, und das kann ich jetzt vielleicht nochmal kurz wieder zurückblenden, das heißt also, wir gehen nochmal ins Spiel hinein. Die hier unten im Feld, wenn ich normalerweise eine Einheit auswähle, und das können wir vielleicht einmal nochmal ganz kurz zeigen, wir brechen das hier nochmal kurz ab, abbrechen und gehen nochmal kurz hier zurück ins Spiel. So, dann wähle ich jetzt hier einmal mal eine Einheit aus. Upsi, ne, eine Einheit einfach mal aus. Und gehen nochmal kurz auf Pause. Dann sehen wir also hier im Grunde die verschiedenen Tasten, die verschiedenen Befehle, die wir mit Hilfe dieser Drohne jetzt ausführen können. Ne? M für Move, S für Stop,
H für Hold, P für Patrol, A für Attack. Das sind die typischen Standardbelegungen, die wir hier haben. Wenn wir jetzt das Raster nehmen würden, dann wären diese Tasten hier belegt mit Q, W, E, R und T. Diese Tasten hier wären belegt mit A und S. Und wenn hier weitere Tasten kämen, mit D, F und G. Und diese Tasten hier wären belegt mit Y, X, C, V und B. Und damit hätten wir dann eben dementsprechend das, was wir jetzt ja hier sehen konnten, auf unserem kleinen Bild mit Hilfe der Tastatur, dann hätten wir eben genau diese Tasten abgedeckt. Welches Hotkey-Setup von diesen beiden Hotkey-Setups tatsächlich das bessere ist, darüber streiten sich die Leute schon seit Ewigkeiten. Das ist aber im Grunde irrelevant, ganz ehrlich. Einige behaupten, bei Standard liegen die Tasten zu weit auseinander und die Chance, während einer hektischen Situation die falschen Tasten zu erwischen, wäre dadurch höher. Andere wiederum behaupten genau umgekehrt, dass bei der Rasteranordnung die Tasten so eng beieinander liegen, dass dort die Chance dann höher ist, sich zu vertippen. Fakt ist, beide Hotkey-Setups funktionieren gleichermaßen gut, wenn man sich nur erst einmal an sie gewöhnt hat. Der Körper und insbesondere die Hände verfügen nach genügend Training über ein erstaunliches Muskelerinnerungsvermögen und können sich wiederholende Bewegungen ohne hinzusehen präzise ausführen, egal welches Setup man verwendet. Das ist nur eine Frage der Übung. Wie gesagt, das spielt keine Rolle. Ich nutze jetzt für dieses Video, obwohl ich ja eigentlich das Custom Setup nutze, und das wird wahrscheinlich auch zu einigen Fehlern führen, das Standard-Setup, das eben, wie gesagt, bei euch auch eingestellt ist, wenn ihr Heart of the Swarm angefangen habt zu spielen und angefangen habt zu installieren. Wenn ihr tatsächlich ein anderes ausprobieren möchtet, kann ich euch nur empfehlen, wie gesagt, probiert das einfach selbst aus, benutzt einfach vielleicht einmal ein anderes Setup, um zu gucken, ob euch das vielleicht eher liegt. Aber wie gesagt, letztendlich ist das Setup eigentlich wurscht. Alle Setups funktionieren genauso gut. Ich habe genügend Freunde, die diese unterschiedlichen Setups spielen und bei jedem funktioniert das gut. Alle vertippen sich auch mal, das kommt schon mal vor, aber das passiert bei einem Setup genauso wie beim anderen. Nicht weiter wild. So, was wir jetzt dementsprechend machen wollen, ist wieder zurück ins Spiel gehen und dasselbe, was wir eben gerade gemacht haben, also das Bauen von Arbeitern und dann, wenn wir die Möglichkeit haben, sie zu bauen, und das Bauen von Overlords, wenn es notwendig wird, damit wir uns nicht blocken, und dann das Bauen von Queens und weiteren Hatches, damit wir die Möglichkeit haben, unsere hereinkommenden Mineralien auch effektiv auszugeben. Das wollen wir jetzt nochmal üben, nur dass wir dieses Mal ein paar Hotkeys verwenden. Wenn ihr jetzt schon bereits Probleme habt, mit Hilfe der Maus diese Aktionen alle abzuwickeln und nachzuvollziehen, dann kehrt bitte zurück zu Teil 2 dieses Videos, um euch das nochmal anzugucken und diese Übung gegen die KI nachzuspielen. Das kann ich euch nur empfehlen. Wie ich zu Beginn der Sendung bereits sagte, ist es für Zerg das Wichtigste, dass man seine Produktion erstmal richtig in Gang kriegt. Denn Produktion ist alles für Zerg. Das gilt für Zerg noch mehr als für alle anderen Rassen. Es ist auch für alle anderen Rassen wichtig, ihre Produktion am Laufen zu halten, aber bei Zerg ist es immanent wichtig. Ohne eine gescheite Produktion seid ihr als Zerg zum Scheitern verurteilt. Absolut. Da kann man nichts mehr retten. Und deswegen ist es so wichtig, diese ersten grundlegenden Schritte schon mal in den Kopf zu kriegen, damit man von da aus dann aufbauen kann. Und das andere Wichtige ist, dass man sich eben im Auge behält, diese Ressourcenanzeigen und diese Supply-Anzeigen immer wieder anzuschauen und sich ein bisschen daran zu orientieren, was ist mir im Augenblick eigentlich möglich. Das sind so die nächsten Dinge, um die wir uns dann kümmern wollen. So, wir werden mit ganz, ganz wenigen Hotkeys nur beginnen. Und dafür gehe ich jetzt vielleicht doch nochmal einmal kurz zurück, damit wir hier auch ein bisschen was zu sehen haben und nicht ständig auf diesen Pausebildschirm glotzen. Wir werden nur mit ganz, ganz wenigen Hotkeys arbeiten. Wir werden erst einmal unsere Hauptgebäude, am Anfang ist es ja nur eins, aber wir wollen ja später noch ein zweites Hauptgebäude haben. Wir werden also unsere Hauptgebäude auf eine Taste legen. In unserem Falle wird das die Taste 3 sein. Wir werden außerdem das Hotkey benutzen, um Larven auszuwählen. Das ist in dem Falle die Taste S, wie man hier sehen kann. Wir werden ein Hotkey benutzen, um Königinnen zu bauen. Das sind ja auch nur zwei und das ist die Taste Q. Wir werden ein Hotkey benutzen, um Drohnen zu bauen. Das ist die Hotkey D. Wir werden ein Hotkey benutzen, um Overlords zu bauen. Das ist die Hotkey V. Und wir werden Hotkeys benutzen, um Zerglinge zu bauen. Und das ist Z. Das sind also insgesamt eigentlich nur fünf Hotkeys. Wir brauchen eine 3 für die Brutstätte. Gut, wir brauchen, okay, 3 ist 1, S 2, Q 3. Und dann brauchen wir dementsprechend noch diese drei. Okay, es sind sechs Hotkeys. Ja, wir benutzen sechs Hotkeys für den Anfang.
Um ein Gebäude mit einer Hotkey zu platzieren, hält man die Steuerungstaste gedrückt und wählt dann eben oben die Nummerntaste, die man haben will. Wie gesagt, in unserem Falle soll das 3 sein. Das werden wir jetzt, wie gesagt, gleich erstmal machen. Also kehren wir jetzt ins Spiel zurück, bauen, wie gesagt, dasselbe und mal sehen, wie ich mit dem neuen Hotkey-Setup jetzt hier zurechtkomme. So, unsere Arbeiter sind bereits hingeschickt. Wir wählen unsere Hatchery aus und mit Steuerung und 3 wählen wir jetzt also hier unten unsere Hatchery aus. Und jetzt können wir immer, wenn wir 3 drücken, unsere Hatchery anmelden. Ich klicke jetzt hier mal eine Drohne an, 3 und ich bin wieder auf der Hatchery. Drohne angeklickt, 3 und ich bin wieder auf der Hatchery, ohne die Hatchery anzuklicken. So, jetzt wollen wir, wie gesagt, unsere ersten Drohnen bauen. Dann wähle ich 3, S, weil ich damit das auswähle und jetzt D und das rufe ich 1, 2, 3 mal. Könnt es auch gedrückt halten, wäre ebenfalls okay. Und dann springe ich mit 3 mal wieder auf die Hatchery zurück. Ja, gar kein Problem. Den Overlord hier können wir mal zur Seite schicken, dann stört er nicht im Bild. So, und dasselbe mache ich jetzt nochmal. 3, S, D. Und jetzt habe ich sogar mich hier Supply Block, was ich ja eigentlich ursprünglich gar nicht wollte. Macht aber nichts. Wie gesagt, ich will es hier erstmal nur zeigen. 3, S und jetzt wollen wir einen Overload bauen. V. Und schon geht das hin. 3, S. 3, S. 3, S. 3, S. Im Augenblick kann ich nichts bauen, weil ich Supply Block bin. Macht aber nichts. 3, S. 3, S. Da kommt gleich unser Overlord. Wir sind schon massenhaft drüber. Klar, wir haben am Anfang ein bisschen geströdelt. 3S DD. Ja, gar kein Problem. Und weil wir jetzt schon genügend zusammen haben, bauen wir jetzt einfach schon mal unseren Brutschleimpool. So, den können wir jetzt noch so auswählen. B und S. Auch das kann man später auf Hotkeys legen, aber am Anfang wollen wir uns erstmal jetzt nur um diese Sachen kümmern. 3S D. Kein Problem. 3S. Wenn wir auf 3 klicken, sehen wir ja auch, wie viele, ob wir hier unten Larven haben. Da sieht man immer die Nummer. Ja. 3S D. Kein Problem. Wunderbar. 3S. Okay, ist noch nichts da. Können wir hier unsere Worker anklicken. 3S D. Da ist wieder eine bereit. Super. Und wir haben keinen Ton an. Den können wir wieder anmachen. 3S. 3S. 3S D. Wunderbar. So, wie gesagt, unser Pool kam jetzt natürlich deutlich früher als vorhin, weil wir eben, wie gesagt, am Anfang ein bisschen getrödelt haben. 3S. 3S. 3S D. So, jetzt ist das hier fertig. Jetzt wollen wir ja eine Königin bauen. 3S, nee, 3 brauchen wir nicht. 3Q reicht schon, um eine Königin zu bauen. Und dann wieder 3S V, denn wir haben jetzt schon wieder die Overlords vergessen. So, das werden wir gleich, wie gesagt, noch etwas geschmeidiger machen, sobald wir es, wie gesagt, erstmal kurz vorgefügt haben. So, im Augenblick können wir jetzt nichts bauen, deswegen bauen wir jetzt mal eine weitere Hatchery. Bauen Hauptgebäude. Und zack. So, und weil wir jetzt ja auch wieder, genau, wir haben im Augenblick nur 15 Worker, wir brauchen also auf jeden Fall noch ein paar weitere Drohnen. 3S, D, D. So, 3S, D. So, jetzt ist aber gleich eine Queen fertig. Also, jetzt wird wieder injected. Zack. Und dann wieder 3S, V, denn nach jedem Inject haben wir ja gesagt, bauen wir erstmal einen Overload. Und dann wieder 3S D, denn wir brauchen noch einen Arbeiter, damit wir hier unsere 18 erstmal voll haben. So, in der Zwischenzeit können wir jetzt auch zusätzlich unsere zweite Hatchery mal auf 3 setzen. Das ist relativ leicht. Wir wählen die aus. Wir halten Shift gedrückt und wählen die hier auch noch an. Jetzt haben wir 2 und dann machen wir wieder Steuerung und 3 und schon haben wir beide angelegt. Wir können jetzt auch hier wieder die Punkte entsprechend verlegen. Kein Problem. Da ist gerade unser Inject fertig, also injizieren wir neu. Und jetzt haben wir ja genügend Arbeiter, also machen wir jetzt 3S Z, 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 Z. Und wir haben vergessen, unseren Overlord zu bauen. Wie gesagt, das wird gleich etwas präziser werden. Wir bewegen es gleich noch einmal ab. Es geht jetzt erstmal nur ums Prinzip. Ja, wir machen jetzt mal 3S und einen Overlord, denn wir brauchen noch einen, den haben wir vorhin vergessen. So, da wird jetzt hier gerade die nächste Hatch fertig. Wir bauen eine weitere Königin, die haben wir ebenfalls vergessen. So, die Queen können wir mal ein bisschen hier rüberbringen, damit die hier nicht so im Weg rumsteht. Da sind unsere ersten Zerglinge. So, und jetzt können wir, da wurde wieder injected. Jetzt, Inject ist fertig. Wir bauen 3SV. Und dann eben 3S, Z, 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 Z. Und schon bauen wir wieder lauter Zerglinge. So, hier drüben können wir ja noch nicht injizieren, weil die Queen noch nicht fertig ist. Haben wir ein bisschen verbaselt, macht aber nichts. Solange wir da drüben nicht injizieren, brauchen wir auch immer noch nur einen Overlord. Gar kein Ding. Da wird die Probe nochmal verfolgt. Das juckt uns aber alles nicht. Wir müssen uns nicht so sehr kümmern. So, da ist jetzt gleich hier der erste nächste Inject fertig. Und wir haben jetzt auch hier noch eine weitere Queen. Okay, fertig. Also, Inject. Inject 3S und jetzt erstmal VV und dann Z, 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 Z. Recht simpel.
Und jetzt können wir wieder warten und uns dabei schon mal so ein bisschen mental darauf einstellen, gleich müssen wir es wieder machen. Inject, zwei Overlords, weil wir zweimal injizieren und dann eben alles andere z, 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 z. Da kommen die Overlords, da kommen die Linge, super Sache, da sind die Injects fertig, verklickt, ein Inject, noch ein Inject und dann 3SVV, z, 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 z. Und wie wir sehen, kommen wir jetzt langsam wieder an den Punkt, wo unsere Mineralien schon immer knapper werden, ja, weil wir jetzt eben doch wieder mehr Larven haben und mehr Sachen produzieren, als wir hier tatsächlich Mineralien ran schaffen. So, da kommt wieder die nächste Welle an Lingen. Wir machen es noch einmal und dann wollen wir es, wie gesagt, vielleicht ein bisschen anders mal zeigen. Also, die V, hier drauf und dann 3S, 2 Overlords, Z, 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 Z. Recht simpel, ne? Funktioniert im Grunde ganz einfach. Was man jetzt natürlich als zusätzlich, als nächstes, wenn man diese Schritte erstmal relativ gut beherrscht und das ein bisschen besser kann mit den Hotkeys und sich daran gewöhnt hat, ist es natürlich sinnvoll, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Königin ebenfalls mal auf eine Hotkey verlegen, damit wir nämlich zum Beispiel diese Larven-Injects auch ein bisschen besser hinkriegen, denn die müssen wir ja nun auch ziemlich regelmäßig durchführen. Im Grunde geht es ohnehin darum, dass man erst einmal lernt, die wichtigen Schritte, die Schritte, die man tatsächlich sehr regelmäßig wiederholt, auf Hotkeys zu legen, weil sie sich dann eben sehr viel schneller abwickeln lassen. Und jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr so schnell Mineralien sammeln, wie wir eigentlich Zirklinge produzieren. Wir könnten das jetzt einfach mal probieren. Wir sehen ja, das Hotkey für die Larven ist V. Und wir können jetzt einfach diese Queen, wir machen es gleich nach dem nächsten Inject, weil da vorne gerade ein bisschen Action ist und wir ein bisschen Stress hier haben. So, wir machen es nach dem nächsten Inject, weil da haben wir ein bisschen Zeit. Und dann legen wir mal unsere Hotkeys einfach ebenfalls auf, unsere Queens ebenfalls mal auf Hotkeys. So, V, 3SVV und der Rest alles Z. Und wie gesagt, ich könnte Z auch einfach gedrückt halten, anstatt das mehrfach zu drücken. Überhaupt kein Problem. So, wir legen jetzt die Queens auch mal auf Hotkeys. Das heißt also, diese Queen, Shift gedrückt halten, diese Queen, jetzt haben wir sie beide. Und jetzt legen wir sie auf Steuerung 4. So, damit haben wir jetzt unsere Hatches auf 3 und unsere Queens auf 4. Und jetzt können wir gleich, anstatt eben entsprechend das Ganze jetzt hier mit Hand machen zu müssen, so, da kommt der erste Inject, da kommt der andere Inject. So, jetzt drücken wir 4, V, da einmal drauf, nochmal V, da einmal drauf. Und zack, haben wir das injiziert, ohne Probleme. Und dann kommt 3, S, V, V, Z, 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 Z. Relativ simpel, eigentlich ganz einfach, trotzdem muss man es üben und es sich angewöhnen. Und das ist das, was ich euch, wie gesagt, nur empfehlen kann. Versucht zu Beginn, erst einmal, wenn ihr wirklich neu in diesem Genre seid und auch völlig neu mit StarCraft angefangen habt und zack spielen wollt, genau diese Übung. Denn diese grundlegenden Produktionsprinzipien sind entscheidend. So, unsere Injects sind fertig. 4, V, Klick, V, Klick, 3 für die Hatches, S, V für zwei Overlords und dann Z gedrückt halten, bis wir nicht mehr produzieren können. Recht simpel und das ist schon ein Großteil von Zerg und damit kann man bereits sehr, sehr mächtig produzieren, wie man hier sieht. Ja? Überhaupt kein großartiges Problem. Wir wollen es noch einmal uns anschauen, nochmal von Anfang an, damit wir es, wie gesagt, noch einmal sehen, wie schnell sich das auf einmal voranentwickeln kann. Und das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. So, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wir wollen auf Dämmerung ein neues Spiel erstellen. So, wir wählen einen KI aus, die sehr leicht ist und haben schneller hier. Das ist, wie gesagt, der wesentliche Punkt. Und jetzt versuchen wir, wie gesagt, die Queens ebenfalls mal zu hotkeyen, sobald sie rauskommen. Das ist schon eine Menge mentaler Leistung, die man dafür aufbringen muss. Aber wie man sieht, sind es die immer wieder gleichen Zyklen, die dabei entstehen in der Produktion. Und diese Zyklen abzuwickeln, ist ein Großteil, den man StarCraft können muss. Also, wir wählen unsere Hatchery an, Steuerung 3, und dann können wir 3SDDD schon mal unsere ersten Worker produzieren und unseren Rally Point mal hier nach vorne setzen, damit unsere Einheiten sich nicht hier an der Hatchery sammeln. Den Overlord können wir auch mal hinschicken. 3SD. Bis wir bei 9 sind. Da müssen wir jetzt als nächstes drauf achten, dass wir das jetzt noch hinkriegen. 3S, 3SD. Bis wir bei 9 sind. Jetzt wollen wir einen Overlord produzieren. Das war nochmal. Na, was war das nochmal? Im Standard-Setup war es. Genau, 3SV. 3SV. Und schon haben wir unseren Overlord. Wir können das Ei ruhig anklicken, den Overlord hier irgendwo hinschicken. Muss man aber nicht. Kann man aber machen, wenn man ein bisschen Zeit übrig hat. So, 50 Minerale sind da. 3SD, damit wir wieder eine weitere Drohne haben.
Und wie gesagt, jetzt bauen wir im Grunde, wer vorhin aufgepasst hat, hat schon gemerkt, wenn wir so produzieren, sind wir normalerweise, wenn wir bei 15 ungefähr sind, können wir weiter produzieren. 3S, Doppel-D. Denn schließlich können wir jetzt zwei Drohnen produzieren. Und die Feministen unter den Zuschauern werden sich jetzt wieder kaputt kichern. 3SD. Und jetzt können wir im Grunde ständig mal so auf 3 bleiben, gucken, wann hier was rauskommt. Und wir können einfach 3S, 3S, 3S drücken. Und immer wenn dann halt eben eine neue Larve poppt, dann kommen wir direkt hier rum. 3SD. Jetzt sind wir bei 14. 3SD, 3SD, 3SD. Wir warten jetzt. Eine können wir noch fertig kriegen, bevor wir den Pool bauen. Da ist er. Und jetzt können wir, haben wir gleich genügend Ressourcen fertig. Wir wählen hier diese Drohne an, bauen und dann den Pool. Natürlich kann man auch später das Bauen auf Hotkeys legen. Das wollen wir jetzt aber erstmal noch nicht machen. Wir bauen ja so selten was, dass das erstmal nicht notwendig ist. 3SD, 3SD. Jetzt machen wir normalerweise, bis wir bei 16 hier oben ankommen. 3SD, 3SD. Geht aber nicht jetzt, aber 3SD. Da ist er endlich. So, und jetzt bauen wir als nächstes wieder einen Overlord. Was waren nochmal Overlords? Overlords waren nochmal, genau, 3SV. 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 Und wie gesagt, wenn man diese Schritte jetzt ein paar Mal macht, und die muss man ja nun wirklich in jedem Spiel andauernd machen, dann gewöhnt man sich sehr, sehr schnell an diese Hotkeys. Und auch die Finger gewöhnen sich daran, diese Bewegung abzuhandeln. 3SD, denn da unten war wieder gerade eine Larve fertig. Aber ich kann auch, wie gesagt, einfach immer 3SD, 3SD, 3SD drücken. 3SD, 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 3SD. Da kommt sie wieder. So, jetzt haben wir das fertig. Bauen wir eine Queen. 3Q. Okay, super. Und dann wieder 3SD, 3SD, 3SD. Geht aber nicht. Ist keine da, aber macht ja nichts. Ich drücke trotzdem 3SD. Überhaupt kein Problem. So, ich habe zu viele Ressourcen übrig. Also bauen wir mal eine weitere Hatch. Und jetzt mache ich es schon automatisch doch mit Hotkeys, obwohl ich das gar nicht wollte. So. Und dann wieder 3SD. Super, da haben wir es schon. So, und jetzt haben wir eine zweite Hatchery, also legen wir die auch nochmal drauf. Wie machten wir das nochmal? Die auswählen, Shift gedrückt halten, die hier auswählen und dann Steuerung 3. Und schon haben wir so. Und dann können wir hier noch einen Punkt legen und da noch einen Punkt legen. Super, dann sammelt sich das alles. 3SD. Super, da ist unsere Queen, die legen wir jetzt auf die 4. Steuern so ein bisschen hier rüber. Und V war nochmal das Hotkey, also V und da drauf. 3SD. Und weil wir jetzt ja gerade auch injiziert haben, müssen wir nochmal was zuerst machen? 3SV, nämlich einen Overlord produzieren. Ja, Inject gleich Overlord produzieren. Inject gleich Overlord produzieren. So, wir können auch in der Zwischenzeit sogar schon eine weitere Queen produzieren, denn wir brauchen ja da drüben gleich eine. 3SD. Jetzt sind wir auch gleich hier Supply blocked, aber da kommt ja gleich unser Overlord. Deswegen ist das kein Problem. Da ist er nämlich. Und wir haben jetzt auch inzwischen hier genügend Worker, wie wir sehen. Ich habe nämlich gar nicht drauf geachtet. 4V, weil jetzt gerade Inject fertig ist. 3S V, weil wir jetzt zuerst einen Overlord machen wollen und jetzt nur noch Zerklinge produzieren. Ja, da sieht man mal, ich habe jetzt sogar viel mehr Zerklinge produziert, als ich wollte. So, da haben wir jetzt da drüben die andere Hatch auch fertig, die wird hier aber automatisch mit ausgewählt. 3SZZ. Überhaupt kein Problem. So, der Inject wird gleich fertig. Ne, das ist erstmal die Queen fertig. So, jetzt haben wir noch eine zweite Queen, also packen wir die auch gerade mal drauf. Die Queen auswählen mit Shift, Steuerung 4. Und jetzt haben wir beide Queens. Inject ist fertig, 4V, Klick. V, Klick. Kein Problem. Jetzt haben wir zwei immer injected, also zwei Overlords. 3S, V, V und der Rest alles Zerklinge. Wunderbar. Geht auch super. Und das wiederholen wir jetzt, wie gesagt, so lange, theoretisch, bis wir Max sind. Das kann ich euch nur empfehlen. Wir machen das hier in der Sendung nicht immer, weil das Ewigkeiten dauern würde und nicht mehr so interessant zum Zuschauen wäre. Aber für euch kann ich das nur empfehlen. Macht das so lange, bis ihr bei 200 seid. Das sind immer wieder dieselben Abwechslungen, ne, die wir hier haben. So, die Queens ziehen wir raus. Wir können die hier mal rüber. So, Inject sind fertig, 3V, 4 war das, Entschuldigung, 4 waren die Queens, 4V, Klick, V, Klick. Und dann Overlords zuerst, 3SV, V und dann alles andere Säuglinge. Gar kein Ding. Überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch gerne versuchen, so ein bisschen mitzureden. Wir sehen, dass unsere Mineraliensammelrate jetzt durchaus ein bisschen höher ist, weil wir jetzt mehr Worker hier dran haben. So, da wird das jetzt schon wieder fertig. Okay. So. Injects sind fertig. 4V-Klick, V-Klick, 3SV, V-Z gedrückt halten. Und schon produzieren wir wieder. Ne? Sind nur ein paar Aktionen, alle paar Sekunden. Eigentlich gar nicht wild. Aber es ist wichtig, dass man sich daran erinnert und diese Sachen auch nacheinander abwickeln kann. Und mit Hotkeys wird das halt, wie gesagt, auf einmal viel leichter, denn ich muss nicht mehr so viel mit der Maus hier hin und her steuern. Ich kann sogar, wenn ich das lange genug mache, einige der Aktionen fast blind ausführen.
So, gleich werden die Injects wieder fertig, bereiten uns mental schon mal drauf vor. 4, V-Click, V-Click und dann erstmal Overlords produzieren. 3S, Doppel-V für die zwei Injects und alles andere Zerklinge. Und weil wir jetzt eben tatsächlich eine etwas bessere Saturation an unseren Mineralien haben, weil wir jetzt eben mehr Worker an den Mineralien haben, haben wir jetzt sogar mal tatsächlich genügend Kohle, um das tatsächlich auch alles zu produzieren. Aber das ist jetzt eigentlich die ganze Produktion. Und wie man sieht, funktioniert das eigentlich relativ reibungslos. So, unser Inject wird gleich fertig, mental schon mal darauf vorbereiten. Schon mal auf die 4. So, 4, V-Click, V-Click, 3S, V-V und Z gedrückt halten. Und schon haben wir wieder alles durchproduziert. Das ist Zerg, meine Damen und Herren. Das ist Zerg. Ein paar Tasten drücken und massenhaft Linge produzieren. Damit hat man schon eine ganze Menge im Griff.